Ich sitze hier mit André Martens, der auf den vierten Listenplatz der Piratenpartei Baden-Württemberg für die Bundestagswahl 2013 gewählt wurde. Hallo André. Hallo. Wie fühlst du dich? Ah, es war eine richtige Anspannung gestern. Es war echt spannend, dieses Rennen um die Kandidaten. Wir haben mal eine ganze Menge Kandidaten gehabt. Also es war schon wirklich ein Nervenkrieg, aber war schön, jetzt das zu sehen, das Ergebnis. Ist dir deine Rede so gelungen, wie du dir das vorgestellt hast? Doch schon, ja. Gut, das haben wir natürlich ein paar Mal durchprobiert, sowas. Du warst ja Landesvorsitzender und du warst lange Zeit auch im Landesvorstand. Hast du davon Erfahrung mitnehmen können jetzt für deine Kandidatur? Ja, im Grunde schon. Also man lernt natürlich auch vor größeren Gruppen von Menschen zu reden. Mache ich als Betriebsrat auch öfter mal. Insofern, das übt natürlich schon. Was hat dich dazu bewegt, Betriebsrat zu werden? Was hat mich dazu bewegt? Also im Endeffekt war es eigentlich erstmal nur die Sache, dass ich eine Entwicklung bei mir tätig bin in der Firma und es gab halt keinen aus der Entwicklung, der sich das antun wollte. Und ich dachte mir, soll halt jemand rein, der so ein bisschen Informationsvorsprung aus der Entwicklungsabteilung mitbringt in diesem Betriebsrat. Und wie es halt so will, das Schicksal manchmal, bin ich halt direkt Vorsitzender geworden, weil mein Vorgänger nach 22 Jahren aufgehört hat und die alle dahinterringend saßen, wer kann das jetzt übernehmen? Und da habe ich mich halt dann so angeboten, das war jetzt keine Kampfkandidatur, sondern die waren einfach froh, dass es jemand macht. Und das muss man halt eben auch dann können. Das sind auch dann in so einer Versammlung 400, 500 Leute, die da sitzen und dann zuhören. Und das ist dann schon interessant und spannend. Antun ist gut. Wir haben ja vor, relativ viel Neues umzusetzen, einen neuen Politikstil umzusetzen. Warum zum Teufel tust du dir das an, in den Bundestag einziehen zu wollen? Also ich bin ja damals zu den Piraten gekommen, da ging es ja um diese Zensurdebatte, die Frau von der Leyen angeleiert hatte. Und das war natürlich ein Motiv, was viele dazu damals gebracht hat, dazu zu kommen. Also gerade der Kampf um Bürgerrechte, Zensurfreiheit, solche Sachen. Und ironischerweise, ich meine, es gab natürlich jetzt auch eine Zeit, wo man jetzt halt viel Arbeit reingesteckt hat in die Piraten und auch mal eine Pause braucht und solche Geschichten. Aber ironischerweise war es jetzt wieder die Frau von der Leyen, die mich dazu gebracht hat, jetzt unbedingt kandidieren zu wollen. Weil ich als Betriebsrat extrem stark mich gegen Leiharbeit engagiere, also gerade die Ausbeutung von Leiharbeitern, die einfach ja dadurch entstanden ist, dass man halt ein Arbeitnehmerüberlassungsgesetz hat, das nicht EU-rechtskonform ist. Wir haben eine Tariföffnungsklausel drin, die das quasi erlaubt, Leiharbeiter auszubeuten. Und als Betriebsrat kämpft man halt dagegen, als Gewerkschafter auch. Und es stellte sich halt Frau von der Leyen dahin und sagt, ach ja, jetzt haben wir ein tolles Tarifergebnis. Und die Gewerkschaften haben ja schon einiges erledigt, das brauchen wir als Politiker nicht mehr agieren. Und das hat mich richtig aufgeregt, weil die Politik hat das Thema verbockt. Sie muss es auch korrigieren. Das kann man nicht nachher unten durch Warnstreiks und so wieder versuchen zu begrenzen. Da muss man an der Stelle einfach an der richtigen Stelle ansetzen, das ist halt der Bundestag. Du hast jetzt ja schon einige Schwerpunkte genannt. Wie stellst du dir deine Arbeit im Bundestag vor? Welche besonderen Schwerpunkte möchtest du dir setzen oder in welchen Ausschüssen würdest du gerne mitwirken? Also ich finde halt das Thema Innenpolitik und Bürgerrecht natürlich sehr interessant, wie es natürlich den meisten Piraten geht. Deswegen wird es da wahrscheinlich auch einige geben, die da unbedingt rein wollen, auch aus anderen Landesverbänden. Insofern mache ich mir das nicht so die Wahnsinnshoffnung, dass es halt genau sowas wird, was halt wirklich das super eigene Thema trifft. Aber zum Beispiel Arbeitsrecht, also Arbeitnehmerrechte, interessiert mich sehr, das ist der ganze Themenkomplex, dass man solche Sachen einfach mal thematisiert. Und das Urheberrecht natürlich, das beschäftigt mich selber so ein bisschen auch noch. Ich habe vor einiger Zeit eine Reihe von Schallplatten rausgebracht, also im Haus- und Techno-Bereich war das. Und habe natürlich mit GEMA zu tun gehabt, man hat die Verträge da gesehen, man weiß, wie die agieren, wie intransparent und das läuft da, die Unterscheidung zwischen ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. Das sind einfach Sachen, da muss man mal ran. Und das Urheberrecht an sich halt auch, man steht eigentlich auch als Musiker fast schon immer mit einem Bein im Knast, überspitzt gesagt, also vor irgendeiner Strafzahlung, weil es keine richtigen Regeln gibt, wie man zum Beispiel Remixe von irgendwas machen kann oder wie man ein Soundfragment von einem anderen Musikstück verwenden kann im eigenen Musikstück. Es gibt ja so Urban Legends mit bis zu 7 Sekunden geht, das ist natürlich alles Quatsch. Sondern sobald ein Richter feststellt, diesen Sound kann man wiedererkennen und ihn zuordnen zu dem Original, ist man drin. Da muss man halt bezahlen. Und das ist halt eine Sache, die beschäftigt dann auch gerade in dem Haus- und Techno-Bereich viele Leute, weil Sampler da natürlich keine Umgebung aussehen. Wie möchtest du den Urhebern, und dazu zähle ich zum Beispiel auch kleine Verlage, die noch selber an den Werken mitwirken, klar machen, dass wir nicht der böse Feind sind, sondern jemand sind, die auch dabei helfen, die neuen Möglichkeiten der neuen Medien zu verstehen und richtig zu nutzen. Wie möchtest du da denen auch unterstützen, das klar zu machen? Was stellst du dir da vor, auch rechtlich gesehen? Ich denke mal, es ist ja so schon eigentlich ein ganz guter Ansatz, dass wir so runde Tische machen mit den Urhebern, um da einfach mal auch weiterzukommen, auch mal zu erfahren, was sie denn auf deren Seite möchten. Es ist ja nicht so, dass wir das Urheberrecht abschaffen wollen. Wir möchten es halt nur insofern liberalisieren, dass zum Beispiel die Privatkopie wieder erlaubt ist. Das hat damit zu tun, früher hat sich auch
eigentlich keiner daran gestört, irgendwann mehr, dass man auf Kassetten auch kopieren konnte oder auf CDs oder was auch immer. Das hat sich eigentlich immer so erst aufgebauscht, als jetzt geht die Medien- oder Musikindustrie vor die Hunde. Wir haben wieder irgendein Medium, wo man drauf kopieren kann, sei es Tonbänder, Kassetten, CDs und jetzt halt MP3 im Internet. Aber es ist trotzdem nachher eigentlich immer dazu gekommen, dass am Ende doch eine Umsatzexplosion der Musikindustrie da war. Man muss jetzt einfach aufpassen, dass man nicht als Staat sozusagen in diese Klemme reinkommt, wieder unbedingt diesen eigentlich jetzt Wirtschaftszweig mit einem falschen Geschäftsmodell noch wieder mit Einschränkung von Bürgerrechten im Internet zum Beispiel dann zu schützen. Man muss eher dahin gehen, das Bewusstsein in der Gesellschaft dazu zu schaffen, dass man Kunst auch honoriert. Also es ist halt so, es gibt ja mittlerweile schon so tolle Ansätze wie Flatter zum Beispiel, dass man als Konsument sagen kann, das ist mir so und so viel wert. Man muss wieder dazu kommen, dass die Konsumenten von sich aus sagen, mir ist eine bestimmte Kunstform irgendwas wert. Und ich denke mal, da sind wir auf einem guten Weg zu. Es gibt eine ganze Menge Software zum Beispiel aus dem Shareware-Bereich, die ich auch selber benutze für Musikproduktion. Und die haben solche Modelle, die sagen dann, ihr könnt es benutzen. Zum Beispiel Reaper ist ein ganz tolles Beispiel vom Lizenzmodell dabei. Die machen das so. Die sagen, ihr könnt die Software benutzen, solange ihr wollt, mit allen Funktionen, die drin sind. Das Einzige, was ist, solange ihr nicht bezahlt habt, steht oben drin, ist unregistriert. Und sobald man halt bezahlt, ist der Name drin. Und das fand ich so fair, dass ich auch relativ schnell bezahlt habe. Einfach, weil man nicht gegängelt wird, es ist kein Misstrauensverhältnis zwischen Hersteller und Kunden, sondern es ist einfach das Vertrauen darauf, dass wenn jemand das wert ist, dass er auch was dafür bezahlt. Und ich denke mal, da wird man auch wieder hinkommen, also gerade im Kunstbereich auch dann. Und wie sieht das aus, wie stark kann da die Politik überhaupt wirken, auch wenn man neue Geschäftsmodelle denkt, wie zum Beispiel, dass die Kunden den Preis von Alben selber wählen könnte, womit verschiedenste Künstler sehr erfolgreich waren und im Schnitt dann pro Album mehr eingenommen haben, als wenn sie einen Festpreis festgelegt haben. Wie kann die Politik da überhaupt wirken oder wie weit darf sie wirken im liberalen Sinn? Ich glaube, die Politik sollte sich da gar nicht so wahnsinnig viel einmischen. Also wenn man mal so sieht, wir haben mal diesen ganzen Vertriebsweg jetzt weg. Ich habe früher, als ich Schallplatten gemacht habe, das war halt richtig auf gutem Vinyl im Haus- und Techno-Bereich, da hat man halt das Label, das natürlich einen Anteil abbekommen. Man hat die GEMA, die Gebühren einfordert, dann nur einen Teil davon wieder ausschüttet, weil nach einem Verteilschlüssel das die großen Musiker im Grunde alle bekommen. Man hat nachher den Vertrieb und man hat den Plattenladen. Und bei mir war es damals noch so, die Schallplatten standen für 15 Mark im Laden. Damals war es noch die D-Mark. Und ich als Künstler habe von den 5 Mark, die als Großhandelsabgabepreis da waren fürs Label, habe ich eine gekriegt. So, das heißt, von den 15 Mark im Laden bin ich da als Künstler mit einer Mark dabei gewesen. Das heißt, wenn man heutzutage die Konsumenten dazu bekommen würde, diese eine Mark mit dem Künstler zu überweisen oder zu bezahlen, dann ist man bei dem gleichen Bezahlstatus wie damals schon. Und man hat aber diese ganze Kette dazwischen ja dann im Grunde obsolet gemacht. Mit Internet braucht man die eigentlich nicht mehr. Und das ist auch genau das, wofür die so kämpfen, damit sie halt noch bestehen können und mit Gesetzeshilfe, was auch immer. Aber eigentlich braucht man sie nicht mehr. Das sind Vervielfältigungsanstalten gewesen, die sind halt obsolet. Wie stellst du dir denn deinen Wahlkampf vor? Ich stelle mir meinen Wahlkampf vor. Ich habe ja schon einige Wahlkämpfe gemacht. Also in 2009 schon mit der Bundestagswahl standen wir quasi ständig mit Infoständen in der Stadt. Also das ganz klassische Repertoire eigentlich, was man eigentlich immer gemacht hat. Briefkästen beflyern, Infostände machen, Plakate kleben. Also bei uns ist ja noch so, wir machen es ja auch alles selber, auch als Kandidaten. Ich kann mich noch gut erinnern, bei der Landtagswahl haben wir dann nachts in der Garage gestanden, noch bis morgens um 4. Und haben dann die Personenplakate gekleistert, um sie dann am nächsten Tag aufzuhängen. Also es ist halt viel Arbeit, aber es bringt auch Spaß. Also gerade die Infostände bringen mir wahnsinnig viel Spaß. Und jetzt habe ich natürlich auch die Hoffnung, wir hatten bei der Landtagswahl echt das Problem, wir sind zu vielen Podiumsdiskussionen nicht eingeladen gewesen, weil wir nicht im Landtag vertreten waren. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Bundestagswahl wird. Ich hoffe, die haben nicht dieselben Regularien wie dann bei der Landtagswahl. Also wieder heißt, Piraten sind noch nicht drin, die brauchen wir auch nicht fragen. Ich hoffe, dass es diesmal anders gesehen wird, weil unsere Umfragewerte auch dementsprechend sind, dass wir reinkommen werden. Insofern hoffe ich, dass wir diesmal öfter dabei sind. Und sowas bringt mir auch unheimlich viel Spaß. Hast du da aus dem Landtagswahlkampf auch besondere Themen mitgenommen, die du jetzt im Rahmen der Bundestagswahl aufgreifen möchtest? Weil man sammelt ja Erfahrung als Kandidat. Ja, also es ist halt so interessant im Landtagswahlkampf, fand ich, dass im Vergleich zur Bundestagswahl vorher, die Leute, die an den Infostand kamen, viel öfter auch andere Themen angesprochen haben als unsere Kernthemen. Also die haben halt früher immer gedacht, okay, ihr seid die Internetpartei und irgendwie ist das einzige Thema, was ihr habt. Bei der Landtagswahl war es schon echt extrem anders. Also bin ich gekommen, gezielt Fragen zu stellen zu Sachen wie, was ist eure Position zu Arbeitnehmerrechten oder was ist eure Position eigentlich zum Sozialsystem.
Da müssen wir unbedingt noch viele Positionen erarbeiten. Wir haben ja schon rudimentär natürlich eine Aussage getroffen, aber da muss halt auch noch mehr Inhalt rein. Aber das ist ein Thema, das wirklich von vielen schon von uns erwartet wird. Hast du eine Botschaft an all die vielen Mitglieder der Piratenpartei, die ganzen Piraten, die jetzt es erst möglich machen können, dass wir in den Bundestag einziehen? Hast du da eine Botschaft an die? Also meine Botschaft wäre, hört auf, den Feind in den eigenen Reihen zu suchen. Wir haben viel zu oft Streitereien eigentlich um Kleinigkeiten, wenn man mal sieht, der eigentliche Feind ist woanders. Also was heißt Feind? Der eigentliche politische Gegner ist ein anderer, auf den wir uns dabei stürzen sollten. Wir haben teilweise so hohe Ansprüche an uns selbst, dass wir irgendwie immer meinen, wir müssten eigentlich uns selber am meisten kritisieren, damit wir dann sozusagen die perfekte Partei werden. Da müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen vielleicht versuchen, mehr zusammenzuarbeiten. Ich denke mal, gerade bei uns im Landesverband funktioniert es wunderbar, wenn ich den Parteitag jetzt heute und gestern gesehen habe. Wahnsinn, also das habe ich nirgendwo anders bisher gesehen. Keine GO-Anträge und nichts, keinen Ärger. Das wäre halt schön, wenn das bundesweit so werden könnte. Dann schaffen wir auch die 5% locker. Wie möchtest du denn die Bevölkerung und die Parteibasis in deine Arbeit im Bundestag mit einbeziehen? Die Parteibasis, klar, über die Systeme, die wir jetzt schon haben. Also wir haben jetzt schon Mailinglisten, wir haben Lime-Server, wir haben irgendwelche Etherpads. Bei Liquid Feedback bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, wie man das einbeziehen kann, weil einfach die Nutzerbasis auch noch viel zu klein ist dabei. Die Bevölkerung kann man natürlich über solche Sachen jetzt nicht einbeziehen, sondern man muss dann wirklich ganz klassisch hingehen und sagen, wir machen jetzt ein offenes Treffen wieder, wir machen irgendeine Podiumsdiskussion, fragen mal die Leute dazu zu ihren Meinungen, machen ein Bürgertreffen vielleicht, ja, solche Geschichten. Also die kann man eher, man kann sich versuchen, über elektronische Medien einzubeziehen, was natürlich bei den jüngeren Leuten, die uns auch häufig wählen, natürlich gut funktionieren wird, aber gerade jetzt so bei denen, die wir auch erreichen wollen, auch die Älteren, das ist wahrscheinlich geschickter, wenn man sich wirklich auch, wenn man als Ansprechpartner zur Verfügung steht, und zwar im richtigen Leben. Hast du eine eigene Botschaft, die du gerne den Menschen da draußen mitteilen möchtest? Eine eigene Botschaft? Versucht uns alle irgendwie zu einem Staat zu bringen, der den Bürgern wieder vertraut, der nicht immer in den Bürger so den Feind sieht, den man überwachen muss, kontrollieren muss, sondern wir müssen irgendwie zu einer Gesellschaft kommen, wo wir uns gegenseitig vertrauen und Vielfalt schätzen lernen. Vielen Dank. Bitteschön.